Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play auf Deutsch von Bastion, das Ganze blind. Wie immer, wir haben letztes Mal nach dem Krokodil-Debakel in den Sümpfen hier aufgehört, begeben uns jetzt mal wieder auf den Skyway. Und Punkt des Lehmain, keine Ahnung, es ist irgendwo innerhalb des größten Außenpostens der Stadt in der wildfremden Wildnis. Ja, gehen wir doch einfach mal dahin. Blibla blub. Know how Ceylandia became the richest city in the world? Two words. Point Lemain. Point Lemain. Im Deutschen vier Wörter. Ich habe jetzt letztes Mal den Hammer ja ausgerüstet. Wollte den nochmal ausprobieren. If the wilds could ever be tamed, it's gonna happen right here. Super Attacke. But now, the greatest outpost past the city line is nothing but a freak show. Das funktioniert ja gut. The army's triggers once had the place on lockdown. Das gehört mir. Da oben. Armeekarabine. Kid might as well pick up where they left off. Zum Zielen X gedrückt halten. Bam. Just like my fighting days. Gun like that can even put the wilds in check. Ich hoffe, wir haben jetzt. Puff! Und boom! Ich hasse diese Pflanzen. Stinke Pflanzen. Point Lemain seemed better days for sure. But it ain't done. Puff! Gebracht. Puff, alles abschießen, was nicht niet- und nagelfest ist. Okay, man kann also auch vor. Oh. Na, das geht ja. Hier können wir uns dazwischen stellen. Flash! Puff, intensiv. Okay, also aus der Nähe können wir auch ein bisschen was. All play shutters in a fit. The Grand Rail of Point Lemain. Not only is it still there, it still works. Das heißt für uns. Of course, it's no longer shipping hides and alloys and spices, but it can give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Boom. Boom. Ja. Bringt gerade nicht viel. Wir müssen uns hier fortbewegen. Und boom. Und boom. Und boom. Ah, die neue Flinte ist nicht schlecht. Immer diese Calamity. Boom. Boom. Ja, um Ziele aus der Entfernung zu treffen, ist dieses Gewehr nicht schlecht. Auch generell ist das Gewehr nicht schlecht. Zack. Ja, da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen in Kauf genommen, dass das Teil mich trifft. Okay, den Teil haben wir jetzt anscheinend erstmal so. Oh nein. Ich hätte mich heilen sollen. Oh, oh, oh. Also geht's eigentlich ganz einfach. Natürlich. Wo geht's denn hier lang? Okay. Ich will nichts verpassen hier natürlich. Es sieht ganz schön abgefahren aus. Zack. Takes fancy footwork on the rail. What with wallflowers, cough and fungus everywhere. One way to cure a cough. Fungus. Die Musik ist auf jeden Fall total cool. Bin ich hier richtig?
Ich weiß es nicht. Mal hier unten gucken, ob da noch was kommt. Ja. Das Gute ist, mit dieser Flinte können wir halt von ganz weit entfernt die Dinge abschießen. Die zielt auch irgendwie immer richtig, habe ich das Gefühl. Zumindest vorerst. Und boom! Und boom! Mir gefällt mir eigentlich ganz gut so. Ura und Zelandia im Krieg. Naja. Hätte auch gedacht, dass es hier friedlich zugeht. Oh. Zack. Ah, hier kann man auch intensive Schüsse mitmachen. Zack. Geht doch, geht doch. Es war right here that Zulf's Ura forefathers decided to mix it up. Ah. Boom! Alters Kackrabenvieh! Das macht mir Angst. Boom! Intensiv geschossen. Okay, so maybe we didn't get their sign off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Das war übel. Evil Knievel. Sah so aus, als wenn ich da weiterlaufen könnte. War anscheinend nicht der Fall. Nein. The rail must have shook the earth to the bone down in those dens of boom. Ja, so langsam gewöhne ich mich an die. Zack, und lass mich auch nicht davon treffen. Ich hätte gern die Flasche. Danke. Kackviecher. Komm zurück. Boom. Hey. Kommt ihr her. Boom. Einen hat's erwischt. Und boom. Den auch. Okay. Sammeln wir das mal ein. Well, the rail won't last much longer now that the kid took the shard. Still hätt's gedacht. All the rotten wood there on the rails turned it into swamp weeds. Nicht das Zeug. Ich hasse das Zeug und ich hasse Raben. Ever tried dancing side to side while holding your breath? Boom. While shooting a genuine registered army carbine. While choking on swamp weed. Boom. Hey. Hackers trying to get in the eye. Ich hasse diese Viecher. Well, let me tell you, it ain't fun. Nee, weiß ich. Boom. Ich blöd, Jungs. Könnt mich mal etwas Aufwendiges gesammelt. Oh, ich hasse dieses Ding. Then at last, it's the end of the line. Ja, gut. You'll be picking swamp weed out of those boots for days. Turns out he's got company up at the rail station, waiting for him. Ui, ui, ui. Schon mal ausgeschaltet. Boom! Intensiver Schuss. Not just another wall. Boom! Pincushion, mind you. Was ist hier los?
At first he thinks it's Zulf. Aber wer ist das denn? Ach so, ich muss hinlaufen. Turns out he's wrong. Wer bist du? Überlebender. This is for you, says the man. Then wham. Voll auf die Nase. Was soll das denn? When the kid comes to, the man's long gone, but something else is there. Versiegelte Nachricht. Ein Andenken, ein an Sia adressierter Brief. Er scheint von Zulf verfasst worden zu sein, der offenbar einen anderen Ura-Überlebenden als Überbringer gewinnen konnte. Möglicherweise hat Zulf Sia genug von ihren gemeinsamen Muttersprache beigebracht. Wie lese ich das weiter? Dings. Ich weiß nicht, wie ich die Nachricht weiterlese. Or for Zia. For Zia. Well, what's a kid to do? Ja, ihm den Brief geben vielleicht. Skyway. He took the shard. He took the hit. And he took that note. Ja, solange ich den Shard behalten habe. That note cuts straight to the heart of things, don't it? Weiß ich nicht. Geh mir erstmal zu mir. Zu ihr. Zia. Ich habe einen Keramik-Kochtopf für dich. Mal gucken. Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. Sure. Und was sagst du denn zu dieser komischen Nachricht? The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. Also wenn ich das Ganze richtig verstehe. Ja, scheinen die Ura irgendwas mit der Katastrophe zu tun zu haben. Vielleicht wurden sie ausgerottet. Zulf hat ja in diesem Tagebuch gelesen. Und war danach mächtig sauer. Ja, vielleicht löst sich ja noch auf, warum. Also, ich gehe davon aus. Rux, was sagst du denn zu der versiegelten Nachricht? Zulf's Messenger was one of his people. Wondered just how many of them survived. And what exactly Zulf told him. Gute Frage. Kid arrives just in time to sample Zia's famous cooking. Kochtopf. He wolfs down too much too fast, and it all goes to his head. Wieder so eine Sequenz, bei der ich vermutlich sterben werde. I've said a lot about the kid, but he ain't the only one wrapped up in all this. Wer weiß wo. Cool. Dass ich auch immer schlafe. Ich kann ja Sachen kaputt machen. Cool. Let me see if I got this straight. I only heard it once. Eine Geschichte über uns. Huh. Boop. 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 Komm schon. Ich hab gesehen, dass du die Augen offen hattest und trotzdem kriegst du nur so wenig Schaden. Once there was a normal Ura girl, but she wasn't born in the Tazzil terminals like the rest of her people. She was from Ceylandia. Von Ceylandia. Ach, Mist. Und puff. Puff. Muss hier ein bisschen aufpassen. Boom. The folks were orphaned in the war. Taken in and raised inside the city. Okay, ich kann also wieder über die Luftbrücke zurückkommen. Oh nein, die Pleitegeier. Ich hasse euch. Ihr blöden Viecher. Ura refugees who came into the city had to stay for life. It was a way to reduce the risk of city secrets leaking out. Ich verreck doch hier wieder, sehe ich da schon kommen. Vor allen Dingen, wenn ich mich so doof anstelle. Kann nicht zielen derweil. Gott! Gib mir auf den Keks.
Ja, ich kann mich verstecken. Ich weiß, es ist feige, aber es ist mir doch egal. The Mama passed away from birthing complications, leaving the girl trapped inside that city with no one but her father. Nein, nicht die Stinkedinger. Ich hasse die Stinkedinger. Widerliche Stinkedinger. Na toll. Aber ich mag die Schrotflinte. The father was sharper than a brusher's pike, so he got a job working for the city's mancers. His daughter barely saw him. Nein. Oh, ich bin so scheiße. Nein. Na komm. Trifft er mich nochmal? Her father told her nothing of her Ura heritage. He told her nothing of the Mancers. It's for your own good, he said. Ja, ja. Das sagen sie immer. Die können wir wenigstens besser kontrollieren. She took to studying the arts, learned more through music than history books, gained a knack for strings and songs. Sie mag. Oh nein! Da krieg ich ganz schön viel Schaden von denen. Oh. Ich hasse diese Viecher. At first she tried to be like other girls, but her classmates spread word that her father was an Ura trader, selling out the city. Oh, die sind schnell. Huch. Auch nur eine fiesere Mutation, oder wie? Jetzt geht's hier richtig los. One young man stood up for her, or so he led her to believe. He knew much of her heritage, and she grew fond of him. Nein. Hilf, Trugbilder. Schwierig wird's erst wieder, wenn er schneller wird. Jetzt zum Beispiel. Na toll. Komm schon. Ah, Mist. The young man convinced her to take him to a family. Es wird natürlich immer schwerer. Ja, ja. Spoke how he wanted to meet a man from the terminals. Nein, ich hasse euch. Ihr kleinen Parasiten. When the young man greeted her father in the Ura's native language, her father flew into a fit of rage and threw them out. Ah, die tun weh. Ich wusste es. Wenn ich sterbe, dann an denen. Aua! Aua! The young man never told her that the Ura's native language is not to be used by foreigners. To do so is a terrible insult. Ach, Trugbilder. Nein! Wow, wow, wow! Au! Schieß!
Danke. Natürlich kriege ich jetzt auch keine Heilung mehr. Die Nerven. Nein. Dafür hätte ich die Schrotflinte gebrauchen können. Boom. 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 Hey. Ha. Hide inside a garbage bin. Jetzt wird's spannend. Then let him slosh on out of the city for disposal. Oh, ja klar. Wenn jetzt zwei hinter mir her sind, wird das ein Spaß. Das ist schon schnell. Ach, Kacke. Boah, war das schnell. Ah, fuck. Komm schon. Boah. Wie lange halten die denn? Ah, Mist. Das reicht aber nicht. Das wird nicht reichen. Es sieht auch nach einer längeren Episode aus. 5 Trugbilder. Oh, jetzt geht meine Konzentration flöten. Ich brauche Heilung. Die kriegt gar nichts von der Geschichte mit, weil ich mich so konzentrieren muss. Ah, oh, fuck. Einfach nur mal sicher. Oh, 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 oh. So kann's klappen. Safety first. She and her father were arrested for treason. But her father got a deal. Return to work for the Mansers, and she'd go free. Oh, oh. Wow. Wo ist hier denn eine Freiecke? Da ist eine Freiecke. Da komme ich durch. Und so komme ich auch dran. Super. Bevor sie parted ways for the last time, her father whispered a desperate plea. Hurry home to the den and lock yourself in. Ach du Scheiße. Raus da. Problem werden hier. Oh fuck, 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 fuck. Oh Gott. Nein, 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 nein. Verfluchtes Teil. Das fahren sie aber. Allem auf, was wir hier haben. Ekliges Vieh. Okay. So kann ich dem eigentlich ganz gut ausweichen, ohne dass ich meine... dass ich mich heilen müsste. Jawohl. Keine Heilung. She found a journal written in her father's hand. Oh, das muss gegen mich. Oh. So einer hätte auch gereicht.
sehen, ob ich das schaffe. Sieht aber ganz gut aus bisher. Jawohl. The door to the den turned to ash. The girl came up for air and she saw the calamity all around her. Trugbilder abgeschlossen. Puh. Gut, dass wir das gepackt haben. When the kid wakes up, his world still in pieces, just the way he left it. Dann platzieren wir doch mal eben. Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Den Chart im Monument zu platzieren. Wir sind nämlich genau gut in der Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Endlich habe ich mal so ein Trugbildding geschafft. Yeah. Und wir machen dann einfach weiter und holen uns mehr Charts, würde ich sagen. Also, macht's gut. Bis dann, Leute.